Okay. Ein paar grüne Pickel. Kein Problem. Ein halbes Herz. Gut. Ja, diese Räume hier, diese Stachelräume, die brauchen wir ja auch wirklich gar nicht. Habe ich das Gefühl. Also ich benutze die eigentlich nie. Weil meistens steckt man da irgendwie 8 Herzen rein oder sowas, bis man da irgendwas bekommt. Ich weiß noch nicht mal, was man da bekommt. Ich habe da, glaube ich, einmal was bekommen und das habe ich schon längst wieder vergessen. Der Shop, da wollten wir doch reinschauen. Die Leiter ist natürlich sehr schön. Aber Seelenherz auch. Ich glaube, ich bleibe aber bei der Leiter. Ich glaube, die Leiter könnte uns mehr helfen als dieses kleine Seelenherzchen. Ja. Zum Beispiel hier an die Bombe zu kommen. Blaue Steine. Habe ich jetzt soweit keine gesehen, aber ich habe auch nicht besonders drauf geachtet. Ich hoffe einfach mal, dass sie keine sind. Wir gehen einfach mal zum Boss. Und dann holen wir uns natürlich das Eternal Heart. Das habe ich nicht vergessen. Komm mal her, du. Das Book of Shadows, ja, setze ich erst später ein, wenn hier die ganzen Augen kommen. Von dem Piep hier. Oder wenn ich nahe des Todes bin. Ja, hör auf mal auf, so rumzuspringen, du. Wow, 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 wow. Ja, da kriegt er immer hier ganz viele Tränen ab. Oh, einmal kurz nach unten. Wunderbar. Wow, wow. Okay, zum Glück haben wir ein paar Steine. Damit kann man sich eigentlich ganz gut vor den Pinkel hier Dings und seine Pipi schützen. Ah, aber nicht so seinen Augen. Ah, oh mein Gott. Okay. Sieht aber noch ganz gut aus. 2 Herzen haben wir noch. Teufelsraum wäre natürlich wirklich immer noch super. Oh. Und da kommt das zweite Auge dazu. Jetzt wird's haarig. Aber noch sieht's ganz gut aus. Okay. Einmal kurz hinterm Stein verstecken. Wow. Wow. Upsala. Okay. Ich verstecke mich mal hier hinten. Jetzt gehe ich wieder nach da. Oh Mann, wir brauchen wirklich einen Damage-Up. Also wie ich das hier sehe. So, und jetzt setze ich mal Book of Shadows ein. Damit wir jetzt eher leichtes Spiel haben. Bleiben wir jetzt einfach mal direkt neben ihm. Und erledigen ihn mal ganz souverän. HP up, noch mehr Leben. Ja, jetzt kriegen wir gleich noch mehr Leben. Könnt natürlich auch nochmal nach einem Geheimraum schauen. 2 Stellen eignen sich gut dafür. Mal schauen. Ich probiere es erstmal hier rechts oben. Ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit höher. Ah, jawohl. Ja, noch ein bisschen Geld, das ist sehr gut. Dann hole ich mir nämlich auch noch das Seelenherz hier aus dem Shop. Da gehe ich auch mal hier den Umweg. Schließlich haben wir nur 2 Bomben. Und die werden wir ganz bestimmt noch gebrauchen für später, ja. So, das Seelenherz kommt mit. Na, die Bombe lasse ich mal hier. Da findet man ja eigentlich ausreichend. Ja, da behalte ich lieber das Geld. Man weiß ja nie, wozu man das noch brauchen kann. So, und ich darf die Leiter nicht vergessen. Besonders in der nächsten Ebene hier. Muss man immer mal schauen, wo man denn hier Abgründe überwinden kann. Also, 4 Herzen, 1 Seelenherz. Sieht doch ganz gut aus. So, kleine Raupen hier. Lasst mich mal hier meine Arbeit machen. Und geht weg. Ja, wunderbar. Jetzt noch hier so um den Stein, um die Ecke rum. Wupp. Da oben will ich nicht rein. Könnte sich zwar lohnen, aber ja, ich mach die mal weg. Sicherheit geht vor. Nicht, dass ich später noch hier irgendwie aktiviere oder so.
Okay. Am besten oben bleiben. Ich verstecke mich mal hinter dem Stein hier so ein bisschen. Okay, jetzt sind sie eher rechts. Oh. Ach komm, machen wir einfach so. Hey, ich habe Book of Shadows aktiviert. Hallo? Ich hab's doch gerade. Habe ich nicht. Ich habe doch Book of Shadows gerade aktiviert und dann war es wieder deaktiviert. Oder nicht? Oder ich wollte es einsetzen. Hä, ich dachte gerade, dass ich es aktiviert hätte. So, und das Fass habe ich natürlich gesprengt, damit mir natürlich hier das TNT fast nichts anhaben kann. Ich habe nicht die Leiter vergessen. Wollte es nur nochmal erwähnen. So, na komm. Einmal hier in den. Ja, hätte ich bloß den Würfel mit Isaac, dann könnten wir das schön umtauschen. Aber leider gibt es ihn erst später. Ich weiß gar nicht wann. Ich weiß gar nicht auch warum. Steam Sale nehme ich mal mit. Könnte später noch nützlich werden. Na los, lass mich hier hoch. Okay. Dann haben wir noch 4 Herzen. Ein halbes Seelenherz. Einen einfachen Gegner. Aber wirklich wenig Angriffskraft. Ich schätze, wir haben 2 Balken. Ne, sogar nur einen. Ich glaube, das ist wegen diesem Mushroom, dass wir zwar eine sehr hohe Feuerrate bekommen, aber dafür halt nur einen Strich Schaden machen. Und das merkt man wirklich. Also wie viel diese Gegner aushalten, das ist schon... Jawohl. Was ist das denn? Ah, genau, das ist doch die rohe Leber, ne? Ja, genau. Rohe Leber, HP ab, gibt uns 2 rote Herzen. Richtig. 2 rote Herzen dazu. Also so schnell sterben wir nicht, aber es wäre sehr schade, wenn wir sterben würden. Und bei dieser Anzahl von Herzen würde ich mir es auch schon wieder überlegen, ob ich wirklich Sachen in den Goldraum stecke, ja. Hier Sachen beim Teufelsraum hier meine Seele verkaufe. Hier, ja, Sachen hier beim Teufelsraum hier meine Seele verkaufen. Was ist das denn für ein Satz, ey? Ja, ich würde mir überlegen, was beim Teufel hier zu kaufen für Herzen. Werden wir sehen. Vielleicht kommt ja gar keiner. Ne? Bombs Akis. Okay, ja. Wenn wir 2 von beidem haben, ist nicht besonders spannend. So, 2 in die Luft gesprengt. 2 Seelenherzen dazu. Na komm. Komm schon raus. Aus deinem Schädel. Du Fleischturm. Oh, mit deinem Rüssel, der Blut spuckt. Ja, deinem großen, runden Hund. Oder was auch immer das ist. Ja, doch, sieht eher nach Rüssel aus. Na komm. Ja, die Zecke. Ist an sich ja nicht so schlecht, aber... Na, nee. Ja, schließlich wird man sie nicht mehr los. Okay, ein Schlüssel ist jetzt nicht so spannend. Ja, eine Bombe ist jetzt auch nicht so spannend. Teleport, ich glaube nicht. Ja, hoffentlich bekommen wir hier noch Münzen. Ich könnte es natürlich jetzt doch mal hier oben im Opferraum probieren. Ich glaube, da opfere ich gerade mal ein paar Seelenherzen von mir. Wenn ich mich nicht irre, ist das das Zeichen, ne? Nee, Spirit of the Night. Ach ja, das verwechsel ich immer. Scary. Ja, wir können schweben, verlieren leider hier immer noch. Herzen können jetzt aber über Steine und Abgründe schweben, so viel wir wollen. Und haben, Felsen durchdringende Schüsse. Das ist doch klasse. Ich würde sagen, wir sind dem Boss gewappnet. Ja, auf geht's. Chap, alles klar. Haben wir Bomben? Ich glaube 2, 3, 2. Wow. Na komm. Ja, das war falsch. Hey, jetzt hat die eigene Made hier Chap aufgehalten, dass er mich anfällt. Oh Mann. Als schneller Geist hier rumzufliegen, hat schon seine Vorteile. Kann man nicht anders sagen.
Jab kann man auf jeden Fall schon mal sehr gut ausweichen. Leider haben wir immer noch kein Damage ab. Das wäre so klasse, wenn wir hier ein Damage abbekommen würden. So, erstmal hier den Maden. Ja, selbst die Maden werden zur Gefahr, wenn man die nicht richtig los wird. Ich greife mal lieber wieder Chub an. Die Maden sind mir da relativ egal. Oh, relativ egal, wie gesagt. Dann haben sie mich immer noch erwischt. Die kleinen Drecksviecher. Oh je. Oh je, mit drei Maden hier, da wird es schon ein bisschen schlimmer. Aber leider macht Chub auch wieder neue, wenn man hier seine Paar los wird. Oh Gott. Na komm. Gib auf, Chub. So, bestimmt macht er gleich wieder neue oder auch nicht. Die Box. Wir bekommen ein paar random Items. Was haben wir hier? Die blaue Pille. Bad Trip. Scheiße Sache. Eine Bombe. Ein Seelenherz. Eine Münze. Der Lucky Toe. Weiß ich gar nicht mehr, was der so bringt. Der Hanged Man. Ja, bringt uns überhaupt nichts. Kann ich genauso gut hier einsetzen. Lucky Toe. Ich schau mal kurz in der Wiki nach. Was bringt denn nochmal der Lucky Toe? Increases the chance to get a drop after clearing a room. Okay, das ist, ja, das ist gar nicht so schlecht. Hier haben wir auf jeden Fall einen Teufelsraum. Den wollte ich die ganze Zeit haben. Tja, schwierige Entscheidung. Also, ich würde das Zeichen würde ich schon nehmen. Damage up. Damage up brauchen wir definitiv. Wir haben jetzt drei Balken. Okay, also haben wir zwei dazu bekommen. Jetzt die Frage, wollen wir Guppys Paw haben? Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man drei Items von der Katze hat, dann wird man selbst zur Katze oder sowas irgendwie passiert da. Wir haben ja schon die tote Katze dabei. Ich weiß nicht, ob wir hier noch den Schwanz finden. Ja, auf jeden Fall können wir mit diesem Item 1 unter Herzen in 3 Seelenherzen umwandeln, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, 2 Herzen könnten wir durchaus umwandeln. Oder? Ein Herz in 2? Ich weiß nicht. Ich probiere es mal aus. Also wir haben jetzt da... Ja genau, ein Herz in 2. Gut. Auf jeden Fall haben wir mehr Herzen als vorher. Sie sind ja quasi eh nur temporär. Also wenn wir sterben, dann können sie zwar nicht so gut aufladen, aber jetzt heißt es einfach mal aufpassen. Ist doch bestimmt ganz witzig. Jetzt sind wir ein fliegender Geist. Ach, wir können ja hier einfach rüber. Richtig. Ein paar Sachen hier rausfinden, aber das Feuer werde ich lieber mal schnell los. Ach, schön. Juhu! Masken! Und Herzen! Aber ich glaube, die Masken können gar nicht hier hin. Ah, sehr gut. Das heißt, wir sind schon mal von Masken geschützt, wenn wir hier beim Abgrund sind. Ah, du kommst hier nicht ran. Ja, geh nur weg, du Maske. Huh. Oh. Ja, wenn die Herzen natürlich hier unten sind, dann hilft mir das auch nichts, dass ich auf hier auf den Abgründen stehe. Na komm. Diese Herzgegner. Oh, ich kann sie nicht leiden. So, ich bleib hier einfach mal auf dem Felsen. Hey, wie hast du mich denn getroffen? Das ist ja richtig unfair. Ich kann ja auch durch Felsen schießen. Ach, das habe ich schon wieder vergessen. Ach. Ich kann eben auch nicht an alles denken. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Geh kaputt. Komm schon. Los. Los. Oh Gott, Fistula. Zum Glück mit einem grünen Viech hier. Kann ganz nützlich sein. Ja, wenn es Fistula kaputt macht, kann aber auch ganz schön schnell zum Verhängnis werden. Besonders wenn es auf einen selbst losgeht. Der Tower lässt Bomben vom Himmel regnen. Kann man natürlich machen. Eher noch beim Boss. Ich schaue hier gerade mal
oder? Ich habe eine Bombe. Na komm, probieren wir es. Scheiße. Hier hätte sehr gut ein Geheimraum sein können. Jetzt haben wir leider gar keine Bomben mehr. Aber ich hoffe immer noch auf alles Gute. Ja, wir können ja eigentlich überall hin. Das ist ja das Praktische jetzt auch als Geist. Upp, einmal weg. Eigentlich dürfen uns die Raupen eigentlich auch nicht mehr treffen. Ich meine, die sind so weit auf dem Boden. Eigentlich würden wir ja direkt über sie fliegen. Naja. Entweder wurde es nicht bedacht oder dann wäre das Spiel vielleicht als zu unfair abgestempelt worden. Quasi. Also zu einfach. Zu unfair für die Gegner. Die Pickaxt. Hatte ich noch nie. Ich habe nur gehört, dass sie sehr schlecht sein soll. So. Ich gebe mal ein. Notched Axe. Breaks the single rock when activated. Can also be activated again to put away the pickaxe if you haven't used it. Will destroy rocks, poop and extinguished fires. Okay. Also ich kann einen Felsen zerstören. Gut. Mal sehen, ob das dann auch blaue sind. Man weiß es nicht. Ja, so haben wir hier sonst nichts, aber hier haben wir noch eine Bücherei, ein Schüssenkochbuch. Ja gut, dann bleibe ich lieber beim Book of Shadows. Was haben wir denn hier? Oh, hier. Ja, vor den Gegnern muss ich mich natürlich auch immer noch in Acht nehmen. Zwar kann ich hier ganz gut überall hinfliegen, aber trotzdem ist das immer noch nicht leicht. Whoop. Und einmal hier runter. So, du machst da. Gut, dann komme ich hier von unten. Schon wieder eine unbekannte Pille. Lockdown. Ah, super. Der Flat Penny. Ach, was macht der denn doch? Was macht der denn nochmal? Okay, also wenn wir Geld aufsammeln, bekommen wir manchmal einen Schlüssel. Gut, ich glaube, da bleibe ich eher beim Lucky Toe. Na, komm. So. Kurz vorbei. So, das müsste eigentlich auch ganz gut klappen. Schließlich können wir auf den Stacheln stehen. Das heißt, eigentlich gibt es hier überhaupt kein Problem. Ja, Pinky Eye macht ja manche unserer Schüsse vergiftend.